erkunden. Was möchte ich heute in meinem Vortrag euch ein bisschen darstellen? Das wäre zum ersten natürlich logischerweise. Jetzt sehe ich gerade, dass meine Präsentation nicht startet. Oh, das ist ja blöd. Jetzt ist ein bisschen langsam gewesen. Natürlich will ich euch mal kurz vorstellen, ganz einfach erklären, wie ein Elektronenmikroskop eigentlich funktioniert. Wir werden da häufig mit Begriffen, mit physikalischen Größen zu tun haben, die so sicherlich nicht euch bekannt sind. Ich werde versuchen, das relativ einfach zu erklären, dass man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Und am Ende werde ich auf jeden Fall auch noch mal versuchen, ein paar Anwendungsbeispiele zu zeigen aus Wissenschaft und Technik, wo man wirklich ein Elektronenmikroskop braucht, um bestimmte Strukturen zu sichtbar machen zu können. Fangen wir mal ganz einfach an. Ein Lichtmikroskop, das ist hier schematisch auf der linken Seite dargestellt. Das kennt sicherlich jeder. Sowas kann man auch bei Amazon zum Beispiel für einige 10 € kaufen. Ein ganz einfaches Lichtmikroskop. Und da hat man eben ein Objektiv. Hier liegt dann mehr oder weniger meine Probe. Ich habe ein Okular, durch das ich dann durchschaue. Und je nachdem, wie ich diese Probe bestrahle, also entweder wie hier dargestellt von unten, dann spricht man von einem sogenannten Durchlichtmikroskop. Und wenn ich eben von oben die Probe bestrahle und mir die Reflexion anschaue, dann hat man ein sogenanntes Auflichtmikroskop. Das Gleiche gibt es auch in der Elektronenmikroskopie. Dann nennt man das im Prinzip einmal das sogenannte Transmissionselektronenmikroskop oder TEM. Transmission heißt nichts anderes als durchstrahlen. Also ich durchstrahle meine Probe und schaue mir unten an, was dann ankommt. Und das zweite Gerät, was es gibt, das ist das sogenannte Rasterelektronenmikroskop. Das ist vergleichbar mit dem Auflichtmikroskop. Dort bestrahle ich die Probe von oben und schaue mir an, was von der Probe zurückkommt. Wir werden uns heute mit dem Rasterelektronenmikroskop beschäftigen. Und es gibt natürlich einige markante Unterschiede zwischen Lichtmikroskop und einem Elektronenmikroskop. Das erste steckt schon im Namen. Beim Lichtmikroskop nutzt man Licht für die Abbildung und beim Elektronenmikroskop logischerweise Elektronen. Wir sehen jetzt auch gleich mal das erste elektronenmikroskopische Bild. Was einem sofort auffällt, ist, ein Elektronenmikroskop bringt kein farbiges Bild wie in einem ganz normalen Lichtmikroskop oder wie in einer Kamera, sondern ich halte immer ein Grauwertbild, ein Schwarz-Weiß-Bild. Das soll der ganzen Sache aber keinen Abbruch geben. Wir werden trotzdem tolle Bilder sehen. Und was man hier zum Beispiel sieht, am Anfang, das ist was, was man eigentlich nicht auf seiner Haut haben möchte. Das ist nämlich eine Zecke. Und wenn man das jetzt ein bisschen rausvergrößert, dann sieht man auch sehr schön hier an diesem Stechapparat, wo sie eigentlich in unsere Haut einsticht, warum man so eine Zecke ganz schlecht wieder von seiner Haut wegbekommt. Weil die verankert sich nämlich mit diesen Haken in unserer Haut. Und wenn man die jetzt versucht, einfach mit der Hand abzustreifen, dann geht das natürlich nicht. Sondern dann muss die Mama halt wirklich eine spezielle Pinzette nehmen, mehr oder weniger hier vorne diesen Rüssel fassen und dann wird er mit Gewalt rausgezogen. Gut, vielleicht auch noch zwei Worte dazu. Es gibt natürlich immer bei bestimmten Erfindungen maßgebliche Leute, die da ja, die Sachen erfunden, weiterentwickelt haben. Und die möchte ich ganz kurz mal nennen. Den einen hat vielleicht schon mal der ein oder andere gehört, den anderen sicherlich nicht. Es gibt einmal den sogenannten Ernst Ruska, der hat nun mittlerweile vor fast oder über 80 Jahren das erste Transmissionselektronenmikroskop erfunden. Man sieht auch hier in diesem Bild mal eine Rekonstruktion von diesem Gerät von damals. Und für diese Leistung hat der Mann auch dann 1986 den Nobelpreis für Physik bekommen. Der andere Mann, der gerade das, über was wir heute sprechen, entwickelt hat und maßgeblich mit beeinflusst hat, das war Manfred von Ardenne. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Und der hat also im letzten Jahrhundert, 1937, das erste Rasterelektronenmikroskop gebaut und damit auch die ersten Abbildungen realisiert. Und auch hier auf diesem Bild sieht man mal, wie das damals vor knapp 100 Jahren aussah. Gut, wenn man in die Mikro- oder in die Nanowelt geht, dann hat man es natürlich mit ganz anderen Dimensionen zu tun. Also in Kilometer oder 1 Meter, das kann sich natürlich jeder vorstellen.
Aber hier sind wir im Mikrometer beziehungsweise dann später auch im Nanometerbereich. Und das möchte ich mal ganz kurz erklären. Also rein physikalisch ist natürlich ein Mikrometer 10 hoch minus 6 Meter. Das ist 0, dann kommt 6 Nullen, dann kommt eine 1. Kann sich kein Mensch was drunter vorstellen. Ich habe das hier nochmal, habe mir dann einfach mal überlegt, das, was ihr alle kennt, das ist ein ganz normales Lineal. Das habt ihr in eurem Pferdekästchen, nehmt es mit in die Schule. Und die kleinste Teilung dort, das ist ein Millimeter, was ihr da messen könnt. Das sieht dann letztendlich so aus. Und ein Millimeter, das wären nun 1000 Mikrometer. So, was gibt es nun in der Umwelt, was im Mikrometerbereich sich befindet? Und was, es gibt ein Ding, was eigentlich jeder oder fast jeder hat, das sind nämlich Haare. Und so ein Haar, so ein menschliches Haar, hat einen Durchmesser von etwa 0,2 bis 0,8 Millimetern. Das schwankt ein bisschen, das ist abhängig, ob sie ein Mann oder ob man eine Frau ist, ob man in Europa lebt oder ob man in Afrika oder in Asien lebt. Aber im Mittel sind alle Haare auf der Welt, die die Menschen haben, irgendwo so zwischen 0,02 und 0,08 Millimeter. In Mikrometern ausgedrückt sind das 20 bis 80 Mikrometer. Also wenn man jetzt hier den Mittelwert bildet, dann kommt man drauf, dass etwa ein menschliches Haar 50 Mikrometer dick ist. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, 50 Mikrometer, hättet ihr die Möglichkeit, Moment, ich muss bloß mal ganz kurz in den Laserpointer umschalten. Das habe ich mal hier in dieser Animation dargestellt. Wenn ihr eine ganz ruhige Hand hättet, könntet ihr im Prinzip 20 Haare genau in diesen Abstand von einem Millimeter legen. Und da muss man immer noch beachten, dass eben ein Haar nicht ein Mikrometer, sondern 50 Mikrometer sind. Geht man jetzt in die Nanowelt, also zum, oder, sorry. Jetzt schauen wir uns das erstmal an, dass ihr mir auch glaubt, dass ein Haar wirklich nur so dünn ist. Was man jetzt hier sieht, das ist ein elektronenmikroskopisches Bild von einem Haar. Das ist jetzt erstmal sehr unspektakulär. Aber wenn ich jetzt die Vergrößerung verändere, dann sieht man was ganz Erstaunliches, nämlich dieses Haar ist überhaupt nicht so glatt, wie man sich das vorstellt. Man spricht ja immer von seidig glatten Haar. Und wenn man mit dem Finger drüber geht, ist das ja auch ganz glatt. Aber wenn man es entsprechend vergrößert, sieht man, dass so ein Haar relativ rau ist. Und ich habe das jetzt auch mal hier vermessen und das ist ein Haar von mir. Gut, ich habe scheinend relativ dicke Haare zu haben. Das ist etwa 70 Mikrometer dick. Und das, was man hier oben sieht, diese schuppige Struktur, das nennt man die sogenannte Cuticula. Das sind also einfach nur abgestorbene Hautzellen, die sich schichtweise übereinander auflagern. Und wenn das Haar halt wächst, kommen halt immer mehr dazu. Und das kann man natürlich, wie wenn man über ein Haar streift, nicht spüren, weil das sind Dimensionen, das kann unser Finger überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Also für uns sind natürlich Haare glatt, aber im Elektronenmikroskop sieht man natürlich, dass das gar nicht so ist. So, was ist nun ein Nanometer? Also da wird es dann noch schwieriger. Das sind im Endeffekt 10 hoch minus 9 Meter. Das heißt also, ein Millimeter sind, haben wir gerade gelernt, 1000 Mikrometer. Und ein Mikrometer hat nun wieder 1000 Nanometer, das heißt also ein Millimeter sind 1 Million Nanometer. Und in diesem Bereich werde ich euch dann später auch mal zeigen, wie die Bilder aussehen. Dort kann man relativ schlecht das animieren, wie sowas ist. Deswegen habe ich einfach mal im Internet geschaut, also das, was die Menschheit die letzten 2 Jahre beschäftigt, die Pandemie. Das, was uns die Menschen krank macht, nämlich die Coronaviren, die haben in etwa eine Größe von 80 bis 140 Nanometern, also im Mittel etwa 100 Nanometer. Das macht die Menschen krank, kann man mit dem normalen Mikroskop und mit den Augen schon gar nicht überhaupt nicht sehen. Das geht nur mit einem Elektronenmikroskop. Gut, wenn wir uns jetzt an unser Haar zurückerinnern, dann könnte man dieses Haar oder man müsste dieses Haar in 500 Scheiben schneiden und das nicht so wie der Friseur in Querrichtung, sondern in Längsrichtung. Und dann wäre eine Scheibe davon genau mal so dick wie so ein Coronavirus, dass man mal eine Vorstellung bekommt.
So, man ist aber auch bei ganz profanen Sachen wie hier bei unserem Haar ganz schnell im Nanometerbereich. Ich vergrößere jetzt das Haar mal wieder etwas höher. Und man kann sich ja vorstellen, das Haar ist rund. Wir schauen jetzt von oben drauf. Und wenn man jetzt im Prinzip mal an den Rand geht von diesem Haar, dann müsste es ja eigentlich möglich sein, also entweder hier oder hier, dass man so eine, ja, so eine abgestorbene Hautzelle auch die Dicke vermessen kann, wenn man genau an diese Kante geht. Und das habe ich auch mal gemacht. Und das sieht dann im Prinzip so aus. Das sieht man dann. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal messen würde an dieser Stelle, dann wüsste ich, wie dick eben so eine Hautschuppe ist. Und wenn wir das tun, dann sehen wir sie mal ganz schnell im Nanometerbereich, nämlich die Haarschuppe ist nur noch so etwa 450 Nanometer dick. Gut. Es gibt aber auch ganz andere Sachen, die ihr tagtäglich kennt, wo man sehr schnell im Nanometerbereich ist. Das, was man jetzt hier sieht, das wird vielleicht keiner so schnell erahnen, das ist was ganz Profanes. Das sind nämlich Eierschalen. Und da habe ich einfach mal auf die äußere Schicht von der Eierschale geschaut und die sieht in der Übersichtsvergrößerung, also bei einer sehr geringen Vergrößerung, relativ unspektakulär aus. Aber wenn man das im Prinzip höher vergrößert, sieht man, dass diese Eierschale, die eigentlich relativ kompakt ja ist, gar nicht so kompakt ist, sondern die Eierschale hat Löcher. Und diese Löcher braucht die Eierschale auch, weil wenn das Huhn das Ei nämlich ausbrütet und in dem Ei ein Embryo entstehen soll, dann braucht das Embryo natürlich auch Sauerstoff. Und genau dieser Sauerstoffaustausch erfolgt über diese Löcher. Und wenn man sich das jetzt mal wieder etwas höher vergrößert, dann sehen die Löcher so aus. Irgendwie ist mein Laptop heute etwas langsam. So. Und auch hier kann ich mir jetzt wieder mal eins von diesen Löchern raussuchen und vermesse das mal. Und das sieht man, auch dort ist man wieder in der Nanowelt. Also so ein Loch hat 350 Nanometer im Durchmesser. Gut. Interessant wird, wenn man sich jetzt mal die Innenseite des Eis anschaut. Da vermutet man ja, man sieht genau das Loch von der anderen Seite. Aber das ist leider nicht so. Wenn man dort reinschaut, sieht das so aus. Wenn man das etwas höher vergrößert, dann sieht man diese Struktur, die man jetzt vielleicht gar nicht erwartet hätte. Die tut mich jetzt eher so daran erinnern an Papier zum Beispiel oder an irgendeine Filteroberfläche. Und auch hier, wenn man dort mal ein bisschen rumsucht und bestimmte Strukturen rausvergrößert, dann kommt man auch wieder ganz, ganz schnell in die Nanowelt. Nämlich hier habe ich mal so eine Struktur vermessen und die hat gerade mal noch 44 Nanometer im Durchmesser. Wenn wir uns jetzt wieder an unser Haar zurückerinnern, ein menschliches Haar müsste man jetzt in 1000 Längsschnitte unterteilen. Und eine Scheibe davon wäre dann genauso dick wie diese Struktur, die wir auf diesem Bild sehen. Also extrem klein. Gut, wie kommt man zu solchen Bildern? Wie ist so ein Elektronenmikroskop überhaupt aufgebaut? Das findet man im Internet immer manchmal ganz schöne Animationen. Ich habe jetzt mal die vom Professor Schwab aus Karlsruhe genutzt. Prinzipiell ist jedes Elektronenmikroskop gleich aufgebaut. Man hat also hier oben eine elektronenoptische Säule, die steht, das ist dieser Würfel hier unten, auf einer Probenkammer und diese Probenkammer ist verschlossen. Die muss auch verschlossen sein, weil das ist der nächste entscheidende Unterschied zu einem Lichtmikroskop. Ein Elektronenmikroskop funktioniert nur im Vakuum. Da gab es letztes Jahr schon mal eine Vorlesung von dem Kollegen aus Zwickau, was Vakuum ist, etc. pp. Da werde ich jetzt bloß am Rande drauf eingehen. Für euch ist wichtig, Elektronenmikroskopie funktioniert nur im Vakuum. Ich werde auch gleich noch ein paar Beispiele zeigen, warum das so ist. So, und dass man mal eine Vorstellung bekommt, wie sowas im realen Leben aussieht, sieht man hier mal ein Bild. Ich habe mich mal daneben gestellt, dass man mal so die Größenordnung sieht von so einem Elektronenmikroskop. Also ich bin 1,78. Je nach Ausstattung ist so ein Elektronenmikroskop so ja, 1,80 bis 2 Meter groß. Und was sieht man jetzt hier? Also diese sogenannte elektronenmikroskopische Säule, das ist dieser Teil. Dort werden die Elektronen erzeugt, die werden auch fokussiert, kommen wir gleich noch dazu. Unten drunter ist die Probenkammer.
Dort ist dann letztendlich später meine Probe drinne. Und die ganze Probenkammer ist mit einer Kammertür verschlossen. Das ist dieser Teil. Man kann vielleicht auch sehen, da ist ein Griff hier vorne dran. Die kann ich auch öffnen. Natürlich nicht, wenn die Kammer unter Vakuum steht. Dann kann ich dort reißen, wie ich will. Ich würde nie diese Kammer aufbekommen. So. Und hier unten drinne in diesem Kasten sitzt dann im Prinzip das Pumpsystem, was die Kammer evakuiert, die gesamte Elektronik. So, was man natürlich auch noch braucht, ist einen Probentisch in der Probenkammer. Weil ich will mir ja nicht bloß eine Stelle von der Probe anschauen, sondern ich will mir die Stellen raussuchen, die für mich interessant sind. Und dafür gibt es eben heutzutage, früher hat man das per Hand gemacht von außen, gibt es heutzutage im Prinzip Tische, die da in dieses Vakuumsystem eingebaut werden. Jetzt haben wir ja auch mal einen Längsschnitt von diesem Mikroskop. Man sieht auch hier unten so einen großen Flansch. Da sind dann die entsprechenden Pumpen adaptiert. Und da drinnen sitzt nun dieser motorisierte Tisch. Im realen Leben sieht sowas so aus. Das sind also mehrere Motoren dran. Und dann kann ich diesen Tisch in alle Raumrichtungen bewegen. Wir werden das auch gleich noch in einem kleinen Video sehen. Und da sich natürlich, wenn ich mit dem Elektronenmikroskop arbeite, sich dieser Tisch im Vakuum befindet, hier auf dem Bild ist gerade die Probenkammer geöffnet, muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, von außen diesen Tisch anzusteuern. Und dafür nimmt man so einen Doppel-Joystick. Das heißt, mit diesen Joysticks kann ich dann von außen die Position meiner Probe im Prinzip manipulieren. Und so sieht das eben in dem Video aus. Wir sehen hier auf der linken Seite einmal bei geöffneter Probenkammer den Probentisch. Und wenn ich das Video jetzt starte, dann seht ihr auch, ich tue jetzt den Probenträger oben aufbringen. Auf dem Probenträger sind wieder die unterschiedlichsten Proben aufgebracht. Und im Hintergrund seht ihr auch, wie ich mit meiner Hand den Joystick bewege. Und so wie ich den Joystick bewege, wird eben der Tisch dann in der Probenkammer verfahren. Und ich kann mir dann genau die Stelle auswählen, die ich mir anschauen will. Und den Tisch kann ich halt in XY verfahren, ich kann ihn in Z verfahren, ich kann den Tisch kippen und ich kann den Tisch natürlich auch rotieren. Und wenn dann die Kammer geschlossen ist, dann muss ich ja auch noch die Möglichkeit haben, zu schauen, was tue ich da eigentlich. Und aus diesem Grund sind an dem Gerät, also an der Kammer, Kameras installiert, dass ich also in diese Vakuumkamera reinschauen kann. Und das sieht dann so aus. Ich kann dann also über die Kamera kontrollieren, was ich eigentlich mit der Probe mache, wie ich sie verfahre und mir letztendlich dann auch raussuchen, welchen speziellen Bereich ich mir auf der Probe anschauen möchte. So, gehen wir zur nächsten Seite. Ups. Jetzt brauchen wir natürlich Elektronen. Das heißt ja im Prinzip Elektronenmikroskop. So, und das sehen wir wieder hier in dieser Animation. Wir brauchen eine Kathode oder einen Strahlerzeuger. Dieser Strahlerzeuger oder diese Kathode befindet sich immer im oberen Bereich des Elektronenmikroskops. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. Da ist jetzt gerade eine rote Linie entstanden. Im Realen sieht das letztendlich so aus. Da gibt es mehrere Kathoden oder mehrere Strahlerzeuger. Es gibt die sogenannte Wolfram-Harnaddel-Kathode, es gibt eine sogenannte Lanthan-Hexaborid-Kathode und es gibt eine sogenannte Feldemissionskathode. Wir beschäftigen, oder wir gehen jetzt mal davon aus, wir hätten so eine Harnaddel-Kathode. Die heißt deswegen so, weil dort im Prinzip ein ganz dünner Draht, hier, den seht ihr hier, im Prinzip auf zwei Kontakte aufgebracht ist. An diese Kontakte wird dann im Prinzip letztendlich später eine Spannung angelegt. Dadurch erfolgt ein Stromfluss durch diesen extrem dünnen Draht. Und durch diesen Stromfluss wird der Draht auf etwa 2800 Grad aufgeheizt. Also im Vergleich auf der Sonnenoberfläche herrschen Temperaturen von etwa 5800 Grad. Also dieses sogenannte Filament, diese Kathode, wird ungefähr halb so heiß wie unsere Sonne auf der Oberfläche ist. Und bei dieser hohen Temperatur kommt es, den Begriff habt ihr sicherlich in der Schule noch nie gehört, aber kommt es zu einer sogenannten thermischen Emission. Das heißt, die Schwingungen der Elektronen, der Elementarteilchen,
im Atomverband wird so stark, dass bestimmte Elektronen diesen Atomverband verlassen und in die Umgebung austreten. Das ist auch hier in der Grafik mal, ich hoffe, das kann man erkennen, mit diesen kleinen blauen Punkten dargestellt. Und jetzt habe ich schon erstmal freie Elektronen. Und das ist auch ein Grund, warum ich ein Elektronenmikroskop nur im Vakuum verwenden kann. Letztendlich sind diese unterschiedlichen Kathoden nichts anderes wie eine Glühbirne mit unterschiedlicher Leistung. Also was weiß ich, das ist eine 25 Watt Birne, das ist eine 40 Watt Birne und das ist eine 100 Watt Birne. Und genauso funktioniert eben so eine Kathode auch. Und das sehen wir eben auf der nächsten Folie. Das ist eine ganz normale Glühlampe. Das sieht man eben auch wieder im Innern den Heizdraht. Letztendlich ist das auch bloß ein Wolframdraht. Der sitzt eben an zwei Kontakten und wenn man eben das Licht einschaltet, ist ein Stromfluss durch diesen Draht, der fängt an zu glühen und bringt dann letztendlich Licht. Ganz entscheidend ist aber dieser Glaskörper bei der Glühbirne, nämlich der steht auch unter Vakuum. Also es sind relativ wenige Restgasmoleküle in diesem Glaskörper vorhanden. Und wenn dieser Glaskörper jetzt zum Beispiel kaputt gehen würde, dann würde Folgendes passieren. Es gäbe eine Stichflamme und der Draht würde durchbrennen. Genau das würde auch in dem Elektronenmikroskop passieren. Und aus diesem Grund, oder das ist einer der Gründe, muss ich das Elektronenmikroskop vorher mit entsprechenden Pumpen abpumpen, damit ein Vakuum drinne in dem Mikroskop herrscht. So, jetzt haben wir unsere Elektronen. Ja, die bringen uns natürlich hier oben an der Kathode nicht viel, die brauchen wir ja hier unten auf unserer Probe. Und das sieht man sehr schön in dieser Animation hier. Ich brauche nämlich noch ein entscheidendes Teil dabei, und zwar die sogenannte Anode. Und zwischen der Anode und der Kathode wird nun eine elektrische Spannung angelegt. Und dabei passiert jetzt Folgendes, das habt ihr vielleicht schon mal in der Schule gehört. Wenn ich eine elektrische Ladung, das wäre jetzt hier zum Beispiel mein Elektron, das ist negativ geladen, zwischen zwei elektrisch geladene Platten bringe, dann erfolgt eine Kraft auf dieses Elektron. Und zwar wird es von der negativ geladenen Platte abgestoßen und von der positiv geladenen Platte wird es im Prinzip angezogen. Das kennt man auch so aus dem Alltagleben. Gleichartige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Und nun will ich natürlich meine Elektronen nicht auf dieser Platte haben, sondern diese Anode hat in der Mitte ein Loch, dass im Prinzip meine Elektronen nach unten fliegen können auf meine Probe. In diesem Feld werden die Elektronen beschleunigt. Deswegen spricht man da auch von der sogenannten Beschleunigungsspannung. Und je nach Anwendung kann ich diese Spannung letztendlich variieren, und zwar zwischen 100 E-Volt und 30.000 Volt. Also aus der Steckdose zum Beispiel kommt 220 Volt. Und an einem Elektronenmikroskop kann ich eben die Beschleunigungsspannung bis 30.000 Volt einstellen. Damit man nicht immer diese riesen Zahlen aussprechen muss, hat man sich darauf geeinigt, dass man eher mit diesem KV, also dieses K steht für Kilo, redet. Und wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Elektronenvolt ausdrücken will, dann sagt man nicht 10.000 Elektronenvolt, sondern 10 KV. So. Und auch das ist wieder ein weiterer Grund, warum das alles nur im Vakuum möglich ist. Nämlich, das zeige ich euch jetzt gleich auf der nächsten Folie, es gibt den Begriff in der Technik von der sogenannten Durchschlagsspannung oder auch Überschlagsspannung. Und die sagt letztendlich nichts anderes aus, als wie weit kann ich diese Platten zusammenbringen, bevor ein Hochspannungsüberschlag erfolgt. Wenn ihr eine ganz normale Batterie habt, dann müsst ihr die Kontakte wirklich zusammenbringen, dass man einen Kurzschluss hat. Je höher die Spannung aber wird, umso geringer ist der Abstand, also das heißt, ihr habt dann die Platten noch nicht mal zusammen und trotzdem gibt es Kontakt, nämlich über einen sogenannten Lichtbogen. Und genau diese Durchschlagsspannung gibt mir jetzt an, wenn ich diese Platten auf 1 mm zusammenbringe, wie hoch muss dann die Spannung oder wie hoch darf die Spannung sein,
damit es dort einen Hochspannungsüberschlag gibt. Und die wäre jetzt unter Umgebungsbedingungen im Prinzip 3000 Volt oder 3 kV. Und im Hochvakuum, dort wo wir im Elektronenmikroskop arbeiten, liegt die zwischen 20 und 40.000 Volt. Und was eben dort passieren würde, wenn wir nicht im Vakuum arbeiten, kann ich euch hier mal in diesem kleinen Video zeigen. Das ist ganz interessant. Das ist ein sogenannter Funkeninduktor. So. Man muss sich jetzt vorstellen, das ist die Kathode, das ist die Anode. Und wenn jetzt die Spannung immer höher wird, dann passiert Folgendes, dass eben die zwar noch einen gewissen Abstand haben, aber es trotzdem zum Kopfschluss kommt. Einfach dadurch, dass eben wie so eine Art Blitz dabei entsteht. Und damit wäre sofort ein Kopfschluss da, die Kathode wäre kaputt und ich könnte natürlich mit dem Elektronenmikroskop nicht mehr weiterarbeiten. Gut, jetzt haben wir unsere Elektronen. Die gehen jetzt mehr oder weniger in so einer Kegelform nach unten. Das sieht man auch wieder hier in der Animation. So. Jetzt braucht man noch weitere Sachen, nämlich sogenannte elektromagnetische Linsen. Das heißt, ich möchte natürlich nicht so einen Kegel unten auf meiner Probe haben, sondern ich möchte einen ganz dünn gebündelten Elektronenstrahl. Und das können wir uns hier mal anschauen in dem Video, wie das dann aussieht. Das heißt, es wird jetzt hier noch eine elektromagnetische, meistens sind das mehrere elektromagnetische Linsen eingebracht und die machen nichts anderes, als den Elektronenstrahl extrem dicht zusammenzuziehen. Das heißt, später kommt dann unten auf der Probe mein Elektronenstrahl mit einer Dicke von 1 bis 30 Nanometern an. Im optischen Mikroskop macht man das letztendlich über, ja, über ein Objektiv. Man sieht ja mal so einen Querschnitt durch so ein Objektiv. Da gibt es halt die unterschiedlichen optischen oder Glaslinsen drin, konkave, konvexe. Und damit wird das Licht unterschiedlich gebrochen. Das geht leider mit Elektronen nicht. Und aus diesem Grund muss man im Elektronenmikroskop sogenannte elektromagnetische Linsen einsetzen. Das ist letztendlich bloß ein aufgewickelter Draht, an dem eine Spannung angelegt wird. Und wenn man das tut, entsteht in der Mitte von dieser Spule ein elektromagnetisches Feld. Und da die Elektronen elektrisch geladen sind, kann ich mit diesem elektromagnetischen Feld im Prinzip die Elektronen so konzentrieren, dass sie unten auf meiner Probe wirklich bloß noch als ganz, ganz dünner Elektronenstrahl auftreten. Gut, jetzt hätten wir schon mal unsere Elektronen auf der Probe. Allerdings habt ihr ja auch gesehen, wo ich das Foto hatte, es liegt eine gewisse Strecke zwischen dort, wo die Elektronen produziert werden, also an der Kathode, das ist der Bereich hier oben, bis zu meiner Probe. Das sind so, ja, ein guter Meter. Und jetzt kommt ein nächster physikalischer Begriff hinzu, den es im Alltagsleben nicht gibt, der aber bei Elementarteilchen ganz entscheidend ist. Also Elementarteilchen sind halt Elektronen, Atome, Moleküle. Das ist der Begriff der sogenannten mittleren freien Weglänge. Der macht im Umgebung, im Alltag keinen Sinn. Aber was beschreibt der mir eigentlich? Letztendlich sagt dieser Begriff nichts anderes aus, als wie weit kann sich ein Elektron bewegen, bis es das nächste Mal mit einem anderen Molekül, Atom oder auch Elektron interagiert. Das heißt also, dagegen stößt und dadurch absorbiert wird oder gestreut wird. Das kann man sich wie folgt vorstellen, das wird jeder kennen, das ist ein Fußballstadion, das ist auch leer zurzeit. Es gibt einige Leute, die auf dem Fußballplatz rumlaufen. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen Sportler und geben dem die Aufgabe, dass er im Prinzip von einem Tor zum anderen rennen soll. Und dieser Sportler ist jetzt kein Mensch, sondern das soll ein Elektron sein. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn eben hier kaum auf dem Platz andere Elementarteilchen oder in unserem Fall halt Menschen sind, dann ist das eine relativ einfache Aufgabe, von dem einen Tor ins andere zu rennen. So ein Fußballplatz ist ein bisschen, so um die 100 Meter lang. Das heißt also, ein sportlicher Mensch schafft das sicherlich in guten 20 Sekunden. Das heißt, diesen Zustand, den wir jetzt hier sehen, in der Nanowelt würde der bedeuten im Prinzip, ich habe einen geringen Druck, sprich ein hohes oder ein gutes Vakuum.
da eben nur relativ wenige Menschen oder in unserem Fall halt Elementarteilchen auf dem Platz sind. Und damit habe ich eine große mittlere freie Weglänge. Das heißt, das Elektron kann hier einfach durchrennen, ohne dass irgendwas passiert. Und jetzt zeige ich euch mal den Gegensatz dazu. Natürlich die Umgebungsbedingungen, also wenn man einen relativ hohen Druck hat. Und das möchte ich mal am Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hat das letzte Woche jemand gesehen, das Spiel Stuttgart gegen Köln. Und am Ende dieses Fußballspiels ist Folgendes passiert. Ich muss erst mal wieder umschalten. Das sind nämlich die Fans von Stuttgart wild auf den Platz gerannt, zu Hunderten, sind wild durcheinander gerannt, haben Fahnen geschwenkt, haben sich gefreut und gefeiert, weil Stuttgart das Spiel gewonnen hat und letztendlich den Klassenerhalt dadurch gesichert hat. Und wenn wir jetzt hier unserem Elektron oder unserem Sportler wieder die gleiche Aufgabe geben, nämlich von einem, ich muss erst mal wieder in diesem Pointer umschalten, ne? Von einem Tor zum anderen zu rennen, dann kann sich jeder vorstellen, dass das natürlich extrem schwierig wird. Er würde schon kurz vor seinem eigenen Tor mit einem anderen Fan zusammenstoßen oder in unserem Fall das Elektron würde mit dem anderen Elektron zusammenstoßen. Und hier haben wir eben jetzt den Zustand, wir haben einen hohen Druck, also ein schlechtes Vakuum. Und das bedeutet, wir haben auch eine kleine mittlere freie Weglänge. Um euch das mal zu verdeutlichen, gibt es hier so eine kleine Tabelle. Also Umgebungsdruck, das wären diese 1013 Hektopascal, die normalerweise herrschen. Und unter diesen Bedingungen würde ein Elektron gerade mal 70 Nanometer weit kommen und dann würde es schon mit einem anderen Elementarteilchen interagieren. Es wäre also unter diesen Bedingungen unmöglich, die Elektronen von der Kathode auf die Probe zu bringen, nämlich die Probe ist halt einen Meter tiefer. Mache ich das Ganze im Hochvakuum, dann hat das Elektron schon Zentimeter bis zu einem Kilometer Platz, ohne dass es mit irgendjemand interagiert. Also auch das wieder ein Grund, warum ein Elektronenmikroskop nur im Vakuum funktioniert. So, jetzt kommt unser Elektronenstrahl halt unten auf der Probe an und dann werden dort wieder im Prinzip Elektronen aus der Probe ausgelöst und die muss ich jetzt im Prinzip detektieren. Und dafür gibt es natürlich die unterschiedlichsten Detektoren. Hier in der Animation ist jetzt mal einer dargestellt. Das ist der sogenannte SE-Detektor. Also die Elektronen fliegen von der Probe weg. Und dieser SE-Detektor, ich habe den hier auch mal dargestellt, wie sowas eigentlich aussieht, der sammelt jetzt diese von der Probe kommenden Elektronen und wandelt sie in ein Signal um, was dann letztendlich auf dem Monitor dargestellt wird. Letztendlich passiert da nichts anderes, als dass im Prinzip so ein Elektron hier vorne auf den Detektor fliegt. Dahinter ist ein sogenannter Scintillator, das heißt also, es ist ein, ja, letztendlich ein Lichtleiter, der ist mit Phosphor beschichtet. Und wenn dort ein Elektron auftritt, dann erzeugt das Elektron in diesem Phosphor-Scintillator einen Lichtblitz. Dieser Lichtblitz wird aus dem Vakuum herausgeleitet über den Lichtleiter. Und dann hier hinten im Photomultiplier ausgewertet und als Signal dargestellt. Jetzt würde uns das natürlich noch nie ganz so viel bringen, wenn einfach der Elektronenstrahl an einer einzigen Stelle steht. Sondern um wirklich ein Bild zu erzeugen, muss der Elektronenstrahl über die Probe gerastert werden. Das ist auch der Grund, warum das Elektron Rasterelektronenmikroskop heißt. Und das sieht man jetzt hier in dieser Animation. Leider muss ich laufen mit der Maus hier hin und her schalten, sonst kann ich das Video nicht starten. So. Das heißt, dieser sogenannte Rastergenerator macht nichts anderes, als dass er im Prinzip jetzt diesen ganz dünnen Elektronenstrahl auf eine Position setzt. Dort werden Elektronen ausgelöst, die tut der Detektor detektieren. Und dann nach einer gewissen Zeit geht er einfach zu einem nächsten Punkt, bleibt dort wieder ein Stückchen stehen. So, es werden wieder Elektronen ausgelöst und auf dem Monitor dargestellt. Und je nachdem, wie viele Elektronen an der speziellen Position austreten aus der Probe, umso heller oder umso dunkler wird das Pixel auf dem Monitor dargestellt.
Und das ist jetzt ganz entscheidend. An einem Elektronenmikroskop entsteht das Bild nicht sofort, sondern es wird punktweise erzeugt und das Zeile für Zeile. Und wenn man das halt mit einer hinreichend großen Anzahl von Punkten pro Zeile und natürlich auch einer gewissen Anzahl von Zeilen macht, dann bekommt man letztendlich ein Bild. Und was wir eben jetzt hier sehen, das ist einfach ein Bild von einer Glühwendel, so wie sie halt in einer Glühlampe vorhanden ist. Das nochmal deutlich zu machen, also habe ich hier nochmal eine kleine Animation gemacht. Wir würden jetzt genau von oben auf die Probe schauen. So. Dieser blaue Punkt repräsentiert jetzt unseren Elektronenstrahl. Und jetzt passiert nichts anderes, was der Elektronenstrahl macht, als folgendes. Wenn ich jetzt irgendwann mal wieder diesen Laserpointer hier ausschalten kann. Na, zack. Als dass der Punkt für Punkt, Zeile für Zeile über den Probenbereich scannt. Das geht extrem schnell. Er sitzt also auf dem einen Punkt, wartet ganz kurz, geht zum nächsten Punkt, wartet wieder ganz kurz, geht zum nächsten und so weiter und so fort. Und wenn er eben diese ganzen Punkte abgerastert hat, dann fängt der Elektronenstrahl wieder von vorne an. Und so entsteht unser Bild. So. Normalerweise scannt der Elektronenstrahl 1024 mal 768 Pixel. Das ist natürlich hier in der Animation nicht dargestellt, weil das würde viel zu lang dauern. So, aber wichtig ist jetzt eben, und das ist wieder ein neuer Begriff, das ist die sogenannte Verweilzeit. Also wie lange bleibt der Elektronenstrahl an einer Stelle stehen, bis er zur nächsten geht. So. Das nennt man Verweilzeit. Und diese Verweilzeit am Elektronenmikroskop, die kann man natürlich auch wieder variabel einstellen. Und zwar in der Größenordnung zwischen 25 Nanosekunden und 1700 Mikrosekunden. Da sind wir jetzt gleich bei der nächsten Zeiteinheit oder physikalischen Einheit, die man sich relativ schlecht vorstellen kann. Also letztendlich wird mal häufig zwischen 100 Nanosekunden und 200 Mikrosekunden gearbeitet. Das muss auch so schnell gehen, weil, wie gesagt, ich will ja ein Bild sehen. Ich will ja nicht ewig darauf warten. So. Jetzt ist halt die Frage, wie lange dauert denn so eine Nanosekunde? Also eine normale Sekunde oder eine Stunde oder eine Minute, das kann sich jeder vorstellen. Aber eine Nanosekunde, glaube ich, kann sich keiner vorstellen. Und auch hier versuche ich mal einen Vergleich zu machen. Also das, was relativ kurz passiert, wäre jetzt zum Beispiel ein Wimpernschlag. Das machen wir ständig in der Minute mehrmals, dass eben das Augenlid sich schließt und wieder öffnet. Und so ein Wimpernschlag, der dauert in etwa 0,15 Sekunden. So. Und das ist ja schon relativ schnell, also die Zeitdauer ist relativ kurz. Und jetzt könnte man mal hochrechnen, wenn das Elektronenmikroskop an jedem Bildpunkt 0,15 Sekunden warten würde, wie lange es dann dauert, bis er eben einmal diese 1024 mal 768 Bildpunkte durchgescannt hat. Das ist eine ganz einfache mathematische Aufgabe. Ich muss halt 1024 mal 768 multiplizieren und dann mal 0,15 Sekunden und da kommen rund 120.000 Sekunden raus. Um das besser zu verstehen, das wären anderthalb Tage. Das ist natürlich völlig irrelevant, so kann man natürlich nicht arbeiten. Und aus diesem Grund arbeitet man wirklich im Mikro- oder häufig auch im Nanosekundenbereich. So. Um das jetzt mal ein bisschen näher zu bringen, machen wir mal einen Ausflug in die Astronomie. Also was wir jetzt hier sehen, das ist im Prinzip ja, unsere Erde und die Sonne. Und ihr wisst, der Abstand zwischen Sonne und Erde ist natürlich riesig groß. Im Mittel sind das 150 Millionen Kilometer. Und unsere Sonne produziert Licht und das Licht strahlt natürlich auch auf unsere Erde. So. Und die höchste Geschwindigkeit, die es in der Natur gibt, das ist die sogenannte Lichtgeschwindigkeit. Die liegt bei etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also das Licht ist extrem schnell. So. Und obwohl es so schnell ist, braucht es trotzdem über 8 Minuten, um von der Sonne auf unsere Erde zu kommen. Jetzt kann man mal die Frage stellen, ja, wie weit ist denn das Licht gekommen nach einem Wimpernschlag?
Das kann man relativ einfach ausrechnen. Dann tut man einfach die 300.000 Kilometer mal 0,15 Sekunden multiplizieren und dann kommt man auf die unglaublichen Wert von 45.000 Kilometern. Also in dem Moment, wo ihr einmal das Augenlid schließt und wieder öffnet, in diesem kurzen Moment ist das Licht 45.000 Kilometer von der Sonne weggerast. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit ist denn das Licht weg nach einer Nanosekunde? Also wenn ich jetzt eine Stoppuhr hätte, wo ich eine Nanosekunde stoppen kann, wie weit ist das dann weg? Und die Frage wollte ich eigentlich wirklich als Frage formulieren. Dann habe ich erfahren, dass eure Mikros aus sind. Ja, jeder normale Mensch würde jetzt denken, ja, gut, sicherlich einige 100 Meter weg oder vielleicht auch ein Kilometer. Ja. Aber es ist unglaublich, nach einer Nanosekunde ist das Licht gerade mal 30 Zentimeter von der Sonnenoberfläche weg. Also diese Zeitspanne ist so extrem kurz, obwohl das Licht extrem schnell ist, wäre es trotzdem bloß 30 Zentimeter gekommen und dann hätte die Stoppuhr schon wieder gesagt, stopp. Und im Elektronenmikroskop scannen wir nur, wenn wir die schnellste Verweilzeit nutzen mit 25 Nanosekunden. Ja, das sind dann 7,5 Meter. Das ist natürlich im Vergleich zum Abstand bis zur Erde auch überhaupt nichts. Und das können wir uns jetzt hier mal anschauen. Wir sehen jetzt wieder ein elektronenmikroskopisches Bild. Auf der linken Seite habe ich mal relativ schnell gescannt, in dem Fall mit 50 Nanosekunden, und auf der rechten Seite deutlich langsamer, nämlich mit 800 Nanosekunden. Und da sieht man auch, was passiert. Wenn ich also das Video hier mal starte, ich verändere jetzt auch die Vergrößerung, ich verfahre auch mal meinen Tisch und dann seht ihr, dass ihr alles relativ zeitgleich seht. Also ihr seht, wie ich vergrößere, wie sich die Probe bewegt. Das Einzige, was ihr auch seht, ist, das Bild ist sehr verrauscht. Und das kommt dadurch, dass ich halt extrem kurz bloß an jedem Punkt verweile mit dem Elektronenstrahl. Dadurch kriege ich eine zeitnahe Information. Ich sehe also zeitgleich immer das gesamte Bild und sehe auch, was ich mache. Aber es ist halt verrauscht. Tue ich dagegen etwas langsamer scannen, das habe ich hier in dem Video mal dargestellt, dann sehe ich immer noch, dass ich meine Vergrößerung ändere, dass sich die Probe bewegt. Aber das kommt alles so ein bisschen stockend an. Das hat einfach den Grund, jetzt scannt der Elektronenstrahl deutlich langsamer, also er verweilt pro Punkt länger und deswegen dauert es halt auch länger, bis dieses ganze Bild, also diese 1024 mal 768 Bildpunkte abgetastet sind. Und im nächsten Video, Moment, dann muss ich, zack, will ich euch auch nochmal zeigen, dass wirklich ein elektronenmikroskopisches Bild zeilenweise aufgebaut wird. Das ist nicht sofort da. Und das kann ich daran zeigen, indem ich einfach mal ganz langsam scanne. Also die einzelnen Punkte pro Zeile, die kann man natürlich nicht sehen. Aber was man jetzt hier sehr schön sieht, ist, dass wirklich das Bild Zeile für Zeile langsam entsteht. Und wenn ich dementsprechend eben schneller scanne, also die Verweilzeit kürzer mache, dann ist diese Wiederholfrequenz so schnell, dass unser Auge überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Unser Auge sieht dann wirklich nur noch ein einziges Bild. Gut, gehen wir weiter. Wie komme ich denn nun jetzt oder wie kann ich denn jetzt meine Vergrößerung einstellen an dem Elektronenmikroskop? Beim optischen Mikroskop schalte ich einfach unten über den Revolver auf ein anderes Objektiv. Dann wird halt das Licht anders gebrochen und ich sehe eben die Probe, die ich mir anschauen will, eben in einer anderen Vergrößerung. Am Elektronenmikroskop funktioniert das völlig anders. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite mal ein rein optisches Bild. Das ist halt mein Probenhalter mit den unterschiedlichen Proben. Und hier drauf gibt es jetzt ein ganz kleines rotes Viereck. Das wird dann später noch größer. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dieses rote Viereck zeigt mir jetzt an, welcher Bereich auf der Probe gescannt wird. Und auf der rechten Seite sehe ich jetzt dementsprechend das, was der Elektronenstrahl mir darstellt. So, und das können wir uns jetzt mal anschauen. Jetzt habe ich das auch hier ein bisschen rausvergrößert. Und jetzt starte ich mal das Video. Und dann sieht man, Moment, jetzt passiert Folgendes. Vergrößerung stelle ich dadurch ein, dass ich einfach den Bereich
der immer wieder mit 1024 mal 768 Bildpunkten abgerastert wird, einfach nur verkleinere. Und dadurch vergrößere ich letztendlich das Objekt, was ich mir dann eigentlich anschauen will. Also da wären keine Objektive oder irgendwas eingefahren, sondern nur dieses Rastern des Elektronenstrahls wird immer weiter zusammengezogen. Gut, dann kommen wir zu ein paar Anwendungen. Das ist natürlich immer schwierig, da was zu finden, wo ihr vielleicht auch einen Bezug drauf habt. Ich habe jetzt mal drei unterschiedliche Anwendungen rausgesucht. Es gibt unendlich viele. Ich fange mal an mit der Halbleiterindustrie. Was ihr vielleicht kennt, ganz normale elektronische Bauteile. Also das, was wir jetzt hier sehen, das ist ein ganz normaler, ja, Transistor. Ich will jetzt auch nicht da näher drauf eingehen, was ein Transistor ist. Das ist auch erstmal völlig unwichtig in unserem Fall. So. Und wenn ich mit solchen elektronischen Bauteilen, ob das jetzt ein Transistor ist, eine Diode, ein Kondensator, arbeite und mir Schaltungen zusammenstelle, dann muss ich letztendlich auch irgendwann einmal messen. Und das macht man klassisch mit einem sogenannten Multimeter. Das heißt, mit so einem Multimeter kann ich jetzt Spannungen messen, ich kann Widerstände messen, ich kann Ströme messen. Und das geht relativ simpel bei so einem Bauteil, indem ich einfach mit diesen Spitzen hier vorne an eines von diesen Kontakten gehe und dann den entsprechenden Parameter messe. Wenn ihr vielleicht jemand habt, der gerne elektronisch irgendwas bastelt, dann wird er das vielleicht schon mal gesehen haben, wie das aussieht. Das ist also eine Leiterplatte, das, was man hier so schön türkis sieht. Und auf dieser Leiterplatte sind jetzt die unterschiedlichsten elektronischen Bauelemente aufgelötet. Das zum Beispiel ist ein Transistor, das ist ein Kondensator, das ist eine Leuchtdiode. Und jetzt kann sich jetzt jeder vorstellen, dass ich jetzt mit meinen Messspitzen relativ einfach hier rangehen kann und dann dort entsprechende Messwerte erzielen kann. Das Problem mittlerweile ist aber, dass man diese elektronischen Bauelemente immer weiter miniaturisieren möchte und das auch nicht bloß möchte, sondern auch wirklich macht. Deswegen, wenn ihr heutzutage mal einen Computer aufschraubt oder das Handy von der Mama, bitte das nicht nachmachen, danach ist es kaputt, aber wenn ihr das aufmachen würdet, dann würdet ihr eigentlich eher so etwas sehen. Und das sind integrierte Schaltungen. Das heißt, dort stecken auch nichts anderes als das drinne. Bloß da stecken halt Millionen von Transistoren, Dioden, Kondensatoren drin. Ich habe mal in Wikipedia geschaut, die Tabelle ging leider nur bis 2016, wie hoch oder wie viel Transistoren heute eigentlich in einem Prozessor stecken. Und da sind wir mittlerweile schon bei weit über 7 Milliarden. Das Problem ist jetzt, genau wie der Bastler, der eben auf einer Leiterplatte diese Bauelemente auflötet und dann misst, muss man auch in der Halbleiterindustrie messen. Das Problem ist bloß, die Bauteile werden halt immer kleiner. Dann kann ich natürlich nicht mehr mit so einem Messspitzen rangehen. Und dafür braucht man dann wirklich ein Elektronenmikroskop. Entschuldigung. Und dann macht man Folgendes. Man kann diese Chips hier, die sind ja letztendlich in den Harz, in den Epoxidharz, in Plastik eingegossen. Die kann man mit bestimmten Methoden wieder öffnen. Und dann sieht das im Prinzip so aus. Das ist so ein geöffneter Chip. Der ist jetzt auf dem, ja, auf einem ganz normalen Aluminiumprobenträger. Und wenn man den etwas rausvergrößert optisch, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kriegt man auch schon so eine Vorstellung, ja, das sind bestimmte Strukturen obendrauf. So. Und was man natürlich unbedingt braucht, das ist letztendlich ein Lageplan, dass ich später auch weiß, an welcher Stelle auf diesem Chip sind denn überhaupt die Strukturen oder die Anschlüsse, die ich messen möchte. Und dann bringt man diese Probe auf sogenannte Mikromanipulatoren. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, in der Mitte ist meine eigentliche Probe, die ich messen möchte, also so ein Chip, der geöffnet wurde. Und ringsherum hier, das ist dieser Bereich, sind Motoren aufgebaut und am Ende der Motoren sind ganz dünne Nadeln angebracht. Und mit Hilfe von diesen Motoren kann ich jetzt diese Nadeln bewegen.
Das sieht dann letztendlich so aus, wenn man von oben drauf schaut. Man sieht also jetzt hier unten in diesem Beispiel mal zwei Chips, die geöffnet wurden. Und hier oben drüber, ist ein bisschen unscharf, weil die jetzt auf einer anderen Ebene stehen, sind diese Nadeln angebracht. Und am Ende der Nadeln sind dann natürlich die entsprechenden Messgeräte adaptiert. Wenn ich mir jetzt diesen Chip bei deutlich höherer Vergrößerung im Elektronenmikroskop anschaue, dann sieht das Ganze so aus. Dann sehe ich eben letztendlich solche runden Strukturen. Letztendlich ist das jetzt zum Beispiel nichts anderes als das, was man hier an diesem Transistor hat. Das sind nämlich genau diese drei elektrischen Anschlüsse. Bloß natürlich wesentlich kleiner. Und dass man mal eine Vorstellung kriegt, wie klein diese Anschlüsse sind, habe ich hier jetzt mal einen Bereich hochvergrößert. Dann sieht das so aus. Und diese Struktur kann ich jetzt auch vermessen. Und das heißt, ein solcher Anschlusspin, also einer von diesen Kontakten, hat gerade mal eine Dicke bei dieser Probe hier von etwa 140 Nanometern. Jetzt erinnern wir uns wieder zurück. Coronavirus war etwa zwischen 80 und 140 Nanometer groß, also so groß wäre im Prinzip das, was die Leute krank macht. Und wenn wir uns wieder an unser Haar erinnern, dann hieße das, ich muss mein Haar in 360 Scheiben schneiden und dann wäre eine Scheibe gerade mal so dick wie dieser elektrische Anschluss hier. Und das geht natürlich nur mit einem Elektronenmikroskop. Und jetzt sieht man eben auch wieder im Elektronenmikroskop, jetzt werden diese Nadeln an diese entsprechenden Kontakte rangefahren. Ja, wir erinnern uns, am Ende waren dann Motore. Ja, die kann ich jetzt in alle Raumrichtungen bewegen, diese Nadeln, fahre die ganz langsam ran, setze die dann auch auf den Kontakten ab. Und man sieht auch schön, dass so eine Nadel auch mal so einen Kontakt kaputt machen kann. Ist nicht so schlimm, muss nur richtig kontaktieren, weil ich messen möchte. Danach kann ich den Chip sowieso nicht mehr verwenden. Ne? Aber was man eben hier auch sehr schön sieht, ist, wie dünn, wie spitz so eine Nadel überhaupt ist. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mal messe, dann sieht man, die Spitze von dieser Nadel vorne, die ist gerade mal noch 35 Nanometer. Wenn wir uns jetzt wieder an unser Haar erinnern, dann müsste ich jetzt das Haar schon in 1400 Längsschnitte unterteilen und dann wäre eine Scheibe von diesen 1400 Scheiben gerade mal so dick, wie diese Nadel am Ende spitz ist. Gut, nächste Anwendung, auch ein ganz, vielleicht ein bisschen habt ihr da eine bessere Beziehung dazu. Ein ganz normaler Rasierapparat hat der Papa zum Rasieren des Gesichts, die Mama vielleicht um die Beine zu rasieren. Und das sind natürlich logischerweise Rasiertling eingebaut. Und auch die Hersteller von solchen Produkten müssen natürlich diese Rasiertling kontrollieren. Wie ist der Prozess gelaufen? Sind die ordentlich scharf? Sind da irgendwelche Rillen drin, etc. pp. Und das macht man auch mit dem Elektronenmikroskop. Man sieht hier jetzt zum Beispiel das elektronenmikroskopische Bild. Wir schauen jetzt auf die Rasiertlinge von oben drauf. Da haben wir natürlich jetzt hier in dem Fall mehrere Rasiertlinge zusammengenommen. Die sind dann in so einem kleinen Schraubstock eingepasst. Und jetzt schaut man hier oben auf die Rasiertlinge. Man wird auch gleich sehen, die wurde schon mal benutzt. Das sind irgendwelche Ablagerungen oben drauf. Und wenn man das höher vergrößert, dann sieht man, obwohl so eine Rasiertlinge natürlich extrem scharf ist, dass die gar nicht so glatt ist am Anfang. Aber man darf nicht vergessen, wir tun uns hier im Nanometerbereich bewegen. Das heißt, diese Rasiertlinge, obwohl die hier so relativ rau aussieht, ist trotzdem extrem scharf. Die würde noch locker Haare wegschneiden können. Und dann ist die nächste Anwendung natürlich, dass ich auch direkt von vorne drauf schauen möchte. Und das sieht dann so aus. Auch hier sind wieder mehrere Rasiertlinge zusammengenommen, in einem kleinen Schraubstock festgehalten. Und wir schauen jetzt direkt auf die Kante der Rasiertlinge, also das, was letztendlich später das Haar wegschneidet. Und das sieht dann so aus. Ja, hier nach hinten runter geht dann eben ist der Rest der Rasiertlinge. Und wenn man da noch etwas höher vergrößert, und das ist das, was die Hersteller dann immer interessiert, das ist der sogenannte, ja, das ist der Radius, der hier vorne
gemessen werden kann. Ich habe jetzt mal den Durchmesser gemessen mit diesem Kreis, aber die wollen eigentlich den Schnittradius, der wäre in dem Falle dann eben 50 Nanometer. Auch da wieder, wenn wir uns an unser Haar erinnern, ja, müsste ich 500 Schnitte machen von dem Haar und dann wäre wieder eine Scheibe davon so dick wie diese Struktur. Anders ausgedrückt, so eine Rasiertlinge ist vorne an der Schneide 500 mal kleiner, als ein Haar dick ist. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt nochmal zu Werkzeugen. Also wer schon mal im Baumarkt war oder beim Papa in die Werkzeugkiste oder die Werkstatt geschaut hat, Entschuldigung, gibt es eben die unterschiedlichsten Werkzeuge und die sehen teilweise sehr schön aus, nämlich goldig. So. Die sind natürlich nicht mit Gold mit Gold beschichtet, sondern die sind mit anderen Materialien beschichtet. Man nimmt da meistens Titannitrit, dann sieht er so schön goldig aus. Man kann auch andere Verbindungen nehmen, Titan-Aluminium-Nitride. Übrigens WC heißt jetzt nicht Toilette, das steht für Wolframkarbid. Und diese Beschichtung, die kann extrem die Eigenschaften dieses Werkzeugs beeinflussen. Wie gut das schneidet, also in unserem Falle jetzt, wie gut der Bohrer im Prinzip durch das Material durchbohrt. Wie lange so ein Bohrer scharf bleibt. Teilweise tun die Beschichtungen natürlich auch, haben die einen gewissen Korrosionsschutz. Und was man eben jetzt hier sieht, hier oben das Goldene, klar ist die Beschichtung. Und hier unten hat man sein Grundmaterial, das ist dann irgendein Werkzeugstahl. Und was die Hersteller von solchen Werkzeugen natürlich unbedingt wissen müssen, ist, wie sieht denn eigentlich die Schicht aus? Aber das wird halt schwierig, weil ja überall beschichtet ist. Und die wollen halt nicht von der Seite drauf schauen, sondern sie wollen im Querschnitt drauf schauen. Letztendlich Grundmaterial und wie sieht die Schicht dann aus, die da oben drauf ist. Und das macht man wie folgt, man schneidet einfach aus so einem Bohrer ein Stückchen raus. Das Stückchen wird dann letztendlich in Epoxidharz gelegt. Das ist sowas ähnliches wie Sekundenkleber, wenn ihr da einen Tropfen irgendwo hinmacht und wartet einen kurzen Moment, dann wird das steinhart. Und genauso wird das hier so steinhart. Hier ist es mal abgebildet am Beispiel einer Schraube oder am Beispiel von zwei Schrauben. Das ist dann also wirklich ein fester Block. Der wird dann mit einer Säge durchgeschnitten, genau an der Stelle, die man sich anschauen möchte. Und dann wird die Oberfläche mit entsprechendem Poliermittel so fein poliert, dass sie richtig glatt ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man mit dem Elektronenstrahl jetzt von oben drauf schaut, dann hat man jetzt die Möglichkeit, genau am Rand sich die Beschichtung, in dem Falle hier, von so einer Schraube anzuschauen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit so einem Bohrer oder mit einem Fräser macht, dann sieht das wie folgt aus. Zum Verständnis, das ist die Beschichtung und das ist das Grundmaterial. Und ganz interessant ist, ich hatte schon gesagt, diese Beschichtung hat extreme Auswirkungen auf die Belastung des Werkzeugs, auch auf die Standzeit des Werkzeugs, die ist extrem dünn. Das sind nämlich gerade mal so knapp 2 Mikrometer. Also dass diese Schicht, die wirklich die Eigenschaften extrem beeinflusst, ist 25 mal kleiner als ein menschliches Haar. Und was man auch noch schön sehen kann, ist, dass diese Beschichtung nicht bloß aus einer einzigen Schicht besteht, sondern aus mehreren Schichten. Und genau das wollen die Hersteller sehen. Sind die Schichten ordentlich in der Reihenfolge aufgebaut? Ist die Dicke der Schichten korrekt, so wie man das haben will? Und gibt es da auch keine Unterbrechungen? Wenn man sich das eben jetzt hier anschaut, dann sieht man die einzelnen Schichten, die man auch hier sieht, sieht man hier in der höheren Vergrößerung, die unterteilen sich sogar nochmal. Und wenn man das jetzt noch höher raus vergrößert, sieht das so aus. Das heißt, hier hat man jetzt mehrere Lagen von unterschiedlichen Materialien. Und wenn ich mir jetzt mal eine dieser Lagen, also zum Beispiel jetzt diesen dunklen Strich raussuche und den vermesse, dann messe ich gerade mal noch 7 Nanometer. Das heißt also, etwas extrem Kleines kann natürlich schon die Eigenschaften von einem Werkzeug entscheidend verändern. Und wenn wir uns jetzt zum Abschluss wieder an unser Haar zurückerinnern, dann hieße das, ich müsste mein Haar
in unglaubliche 7000 Schnitte, in 7000 Scheiben zerschneiden. Und gerade mal eine einzige von diesen Scheiben wäre dann so dick wie diese Schicht, die ich hier im Prinzip vermessen habe. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Es waren viele Begriffe, teilweise auch Sachen, die ihr so vielleicht nicht gekannt habt, aber das ist Sinn und Zweck von der Vorlesung, auch mal was Neues zu erfahren. Ich bin damit mit meinen Ausführungen zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende und komme jetzt ja wahrscheinlich zum wichtigsten Teil der Vorlesung, nämlich zur Verkündung der Gewinner der Rätsellösung. Und dann gehen wir mal in die nächste Präsentation. Also, das Rätsel bestand ja darin, fotografiert etwas möglichst Kleines. Da sind sehr viele Beispiele eingeschickt worden. Insgesamt haben eben 11 Kinder da tolle Fotos eingeschickt und aus denen wurden jetzt eben die Gewinner ausgewählt. Wir sehen jetzt auch gleich mal ein paar Beispiele. Also das sind tolle Blumen, die man da fotografiert hat. Die natürlich schön bunt. Das geht leider im Elektronenmikroskop nicht. Dann gab es Einsendungen von Insekten, auch ganz interessant. Und dann gab es hier noch diese Einsendung. Das sieht man einmal im Vergleich mit einem Lineal. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Ohrstecker hier. Hier sieht man im Prinzip eine kleine Blüte. Das hier könnte Blütenstaub vielleicht sein. Gut, und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Da gibt es dreimal drei Leute haben jetzt den dritten Preis gewonnen. Das ist einmal im Prinzip Hans D. aus Waldkirchen, Magnus S. aus Reichenbach und Milane T. aus Auerbach. Und es gibt zwei erste Preise. Das ist einmal Mila und Zoe aus Bobenneukirchen und Max Joel aus Frankenstein. Falkenstein, sorry. Okay, dann herzlichen Glückwunsch. Waren tolle Bilder. So, jetzt muss ich jetzt wieder freigeben oder? Ach so, es geht ja noch weiter. Sorry. Also das ist jetzt schon die Ankündigung für die nächste Vorlesung, die am 25. Juni da stattfindet. Und das Thema dort ist Trinkwasser, der kostbarste Schatz in unserer Erde. So. Und das heißt, das wird dann auch wieder live passieren, also nicht mehr über irgendeinen Chat, sondern das beginnt dann 10:30 Uhr am 25.06. in der Schlossarena in Auerbach. Gut, damit wäre ich soweit am Ende. Jetzt muss ich wirklich schauen, ob ich hier noch irgendwas freigeben muss. Nee, okay, das können Sie selber machen. Super. Ja, Hagermann, vielen Dank Jo, bitteschön. für den interessanten Ausflug in die Nanowelt. Ich denke, alle haben festgestellt, dass wir ganz viele Dinge, die in der Nanowelt passieren, jeden Tag nutzen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, wie klein die Dinge sind und in welcher kleinen Dimension das abläuft. So, ich schalte jetzt mal alle Teilnehmer wieder frei, also hebe die Stummschaltung auf. Im Chat gab es schon mal eine Frage. Einige sind wahrscheinlich so fasziniert, dass sie sich so ein Elektronenmikroskop für zu Hause kaufen möchten und wollen jetzt gern wissen, wie viel so ein Elektronenmikroskop kostet. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die man jetzt aber nicht eindeutig beantworten kann, weil ich gehe mal zurück auf unsere Glühbirne, die natürlich in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Deswegen ein ganz einfaches Elektronenmikroskop fängt so bei etwa 80.000 Euro an. Man ist aber ganz schnell das, was man heute in der Forschung, in der Industrie nutzt, bei Größenordnungen, die eigentlich mehr so in die Richtung 250.000 bis 500.000 Euro liegen.
Also das ist sicherlich etwas zu viel für die Sparbüchse. Also diese Geräte sind schon richtig teuer. Die können auch ganz schnell mal 1 Million Euro kosten. Gut. Also, wer sich so ein Elektronenmikroskop anschaffen will, sollte jetzt schon fleißig anfangen zu sparen, Genau. damit es dann später mal Oder zur das Tür. Taschengeld wird erhöht. Ja, gut, das muss dann mit den Eltern geklärt werden. So, ich habe einige Wortmeldungen gehabt. Emily hatte sich gemeldet. Emily Christine. Moment nicht. Dann rufe ich mal Dietrich auf. In welcher Schlosshalle gleich nochmal? In Auerbach. In Schloss Auerbach. Arena Auerbach ist die nächste Veranstaltung. Dann habe ich eine Meldung von Nilofar. Ich hatte die Frage, es gibt ja, wenn zum Beispiel ein Einbrecher in ein Haus einbricht, da guckt man ja mit dem Mikroskop diese Spuren. Kann man das auch mit diesen anderen Mikroskop, den Sie heute gezeigt haben? Wir machen dann wieder Ich habe jetzt die Frage nie richtig verstanden. So, heb mal nochmal deine Stummschaltung auf, Nilofar. Ich habe die anderen nochmal stumm geschalten. Also zum Beispiel, wenn ein Einbrecher in ein Haus einbricht, und dann kann man ja die Spuren mit so einem Mikroskop suchen. Kann man das auch mit diesen Elektroniken? Moment, Sie, Herr Ackermann, die Stummschaltung bitte aufheben. Bin ich wieder da? Ja. Okay. Also das ist eine ganz interessante Frage, die du stellst. Das ist nämlich auch eine ganz große Anwendung von einem Elektronenmikroskop. Wir sprechen dort dann von der sogenannten Forensik. Da werden genau solche Spuren, ob das jetzt Haare sind oder ob das Schmauchspuren sind, am Tatort, also wenn bei euch jemand einbricht, was wir jetzt nicht hoffen wollen, werden dort Spuren genommen. Und diese Spuren, die werden dann wirklich am Elektronenmikroskop untersucht. Speziell dann, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Schusswaffe benutzt, dann wird sogenannter Schmauch abgegeben. Den findet man dann überall auf der Haut. Und genau dieser Schmauch, der ist so fein, der liegt teilweise im unteren Mikrometerbereich. Den kann man wirklich nur noch mit dem Elektronenmikroskop sichtbar machen und dann auch wirklich feststellen, ob derjenige geschossen hat oder ob derjenige nicht geschossen hat. Das ist ein weiter Bereich, ja. Danke. Wunderbar. Ich bitte euch mal alle, eure Stummschaltung nicht wieder aufzuheben. Ja, ich schalte erstmal wieder alle stumm, weil sonst haben wir immer Störgeräusche. So, Lena, du hattest noch eine Frage. Bitte Stummschaltung aufheben. Ja, bitte. Lena, du bist stumm geschalten. Bitte aufheben deine Stummschaltung. Meine Frage war, was ist der Unterschied an den zwei Mikroskopen? Der Unterschied zwischen dem Transmissionselektronenmikroskop und dem Rasterelektronenmikroskop. Der Hauptunterschied ist, beim Transmissionselektronenmikroskop kommt der Elektronenstrahl von oben und fliegt durch die Probe durch. Und man schaut sich an, was unter der Probe ankommt. Und beim Rasterelektronenmikroskop kommt auch der Elektronenstrahl von oben und rastert. Man schaut sich aber an, was reflektiert wird. Ich kann jetzt ausschalten. Was schickst denn du die da? Was Nichts. schickst Das denn? ist der Felix sagt Hauptunterschied nicht nichts, wenn da was ist. zwischen Rasterelektronenmikroskop und Transmissionselektronenmikroskop. Ah! Oh. Hat das jeder verstanden oder war ich noch stumm geschalten? Nee, ne. Nee, Okay, gut. kann zu hören. Gut. Wer hat noch eine Frage von euch? Gucken wir mal in die Fragen und Antworten. Hier ist noch eine Frage: Wie werden organische Proben vorbereitet? Das ist ein ganz weites Feld. Also
Wir sind ja, wie gesagt, das Elektronenmikroskop arbeitet ja nur im Vakuum, das haben wir gelernt. Das heißt, ich kann natürlich mit dem Elektronenmikroskop klassisch nur Feststoffe untersuchen. Also ich kann zum Beispiel keine Flüssigkeiten untersuchen, die würden sofort im Vakuum anfangen zu kochen und im Prinzip der Dampf wird da einfach abgepumpt. Bei biologischen Proben habe ich natürlich das Problem, dass immer bei jeder biologischen Probe Wasser enthalten ist. Und das muss ich vorher erstmal fixieren. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann einfach die Probe einfrieren, dann ist es ein Feststoff. Dann muss ich aber auch sicherstellen, dass die Probe weiterhin gefroren bleibt, wenn es im Mikroskop ist. Dann spricht man von sogenannter Kryomikroskopie. Oder, was man häufiger macht, dass man einfach solche Proben entwässert mit entsprechenden Lösungsmitteln. Die sind dann im Prinzip trocken, dann kann ich sie auch in das Mikroskop einbringen und dann kann ich es mir auch anschauen. Okay, danke. Dann gab es noch die Frage, wo es Elektronenmikroskope überall gibt, wo werden die eingesetzt? Es ist, also wenn ich da jetzt anfange, dann bin ich morgen noch nicht fertig. Also es gibt fast keinen Bereich mehr in der Wirtschaft, in der Forschung, in der Industrie, wo es keine Elektronenmikroskope gibt. Dummes Beispiel, wir haben sogar ein Elektronenmikroskop am Vatikan stehen, in Rom. Also da sitzt ja nicht der Papst davor, sondern da gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Also fast überall. Also alles, was mit irgendwelchen Werkzeugen, mit Materialien zu tun hat, Entwicklung neuer Materialien, kommt man am Elektronenmikroskop nicht vorbei. Die Sache im Prinzip Forensik, also jedes Bundesland in Deutschland hat ja ein sogenanntes Landeskriminalamt. Jedes Landeskriminalamt von den 16 Bundesländern hat mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Elektronenmikroskope. In der Medizin, das ist ein ganz großes Feld, werden Elektronenmikroskope eingesetzt. Also man findet diese Mikroskope eigentlich fast überall. Okay, danke. Dann Felix, du hattest eine Frage. Kann man mit einem Elektronenmikroskop alles sehen? Ja, da ist jetzt die Frage, was meinst du mit alles? Also alle Elemente und so, also kann man alles, was man findet und was man erforschen will, damit erforschen oder gibt es da auch Sachen, die man mit einem Elektronenmikroskop nicht sehen kann? Natürlich, die gibt es immer, weil dort kommt einfach dann die sogenannte Auflösungsgrenze zum Tragen. Also ich kann natürlich nicht unendlich hoch vergrößern, das wäre schön, geht aber leider nicht. Das heißt, beim Elektronenmikroskop, je nachdem, welche Bauform, kommt man auf Vergrößerungen so auf einige millionenfache Vergrößerung. So. Das heißt also aber immer noch nicht, dass ich alles abbilden kann. Also was man zum Beispiel natürlich nicht abbilden kann, sind Atome. So. Also man lernt ja so in der Schule klassische Bohrsche Atommodell. Man hat in der Mitte den Nukleus, also den Atomkern und ringsherum fliegen dann die Elektronen. Sowas kann man natürlich nicht abbilden. Einzelne Atome kann man schon abbilden in einem Transmissionselektronenmikroskop. Allerdings sieht man dann halt nicht den Atomkern und die Elektronen, sondern das macht man dann meistens bei sogenannten Einkristallen. Das heißt, es sind dann meistens Silizium-Einkristalle. Da kann man sich das so vorstellen, das sind mehrere Kugeln, die einfach übereinander sitzen. Wie Beispiel, es gibt ja so Magnetkugeln, da kann man solche Würfeln zusammenbauen. Und wenn man jetzt von oben drauf schaut, dann sieht man oder dann bekommt man ein elektronenmikroskopisches Bild, was mehr oder weniger so eine Kugelstruktur zeigt. Da kommen immer wieder neue Kugeln. Und da man jetzt weiß, wie groß ein Siliziumatom ist, kann man dann sagen, okay, diese Kugeln, das ist letztendlich bloß der Schein von irgendwelchen Graustufen, der entspricht letztendlich einem gesamten Atom. Aber in das Atom selbst reinschauen, das geht natürlich nicht. Okay, danke. Linnea. Woher kommt der Name? Elektronenmikroskop?
Der kommt einfach daher, dass man eben bei Elektronenmikroskopen Elektronen zur Abbildung nutzt. Also bei einem Lichtmikroskop nutzt man ganz normales Umgebungslicht, um halt die Probe sich anzuschauen. Und bei einem Elektronenmikroskop nutzt man Elektronen. Deswegen der Name Elektronenmikroskop. Aha, okay. Danke, Lena. Lena, du hattest noch eine Frage? Ja. Ich hatte die Frage, warum sieht man durch das eine durch und warum sieht man auf das andere bei dem anderen Mikroskop drauf? Das sind einfach unterschiedliche Anwendungen. Also wie beim ganz normalen Lichtmikroskop auch. Also beim normalen Lichtmikroskop könnte man jetzt zum Beispiel zwei Deckgläschen nehmen. In der zwischendrin hat man irgendeinen Feuchtigkeitsfilm. Das sind halt kleine, was weiß ich, Tierchen, die da drin rumschwimmen. Und die würde man sich lieber vielleicht im Durchlicht anschauen. Und dann gibt es eben irgendwelche Festkörper, wo man vielleicht die Rauigkeit sich anschauen möchte. Dann macht es mehr Sinn, von oben natürlich drauf zu schauen. Um eben die Topografie zu sehen, zu schauen, Beispiel mit dieser Rasierklinge, wie scharf ist irgendwas. Aber es gibt genauso eben Anwendungen, wo man eigentlich lieber durchschauen will, weil man dann einfach andere Informationen bekommt. Es ist immer die Frage, was will derjenige sehen? Aber vielleicht ist es auch noch ganz wichtig zu sagen, dass, wenn man durchgucken will, die Proben ganz, ganz dünn gemacht werden. Das ist natürlich richtig. Also wenn man Transmissionselektronenmikroskopie betreiben möchte, dann geht das natürlich nicht mit jeder Probe. Also die Probe muss dann ungefähr mindestens so auf 100 bis 200 Nanometer gedünnt werden. Und das kann man natürlich nicht einfach, indem man ein Brotmesser nimmt, sondern da braucht man auch wieder spezielle Techniken. Also zum Beispiel ein sogenanntes Ultramikrotom, was auch wieder sehr viel Geld kostet. Aber dann könnte man wirklich so dünne Scheiben von Proben abschneiden, dass man die wirklich mit Elektronen durchdringen kann und dann eben in der Transmission halt sich anschaut, was kommt nach der Probe unten letztendlich an. Okay. Felix? Ich wollte noch mal fragen, wie viel ein Lichtmikroskop kostet. Das ist genauso eine schwierige Frage wie die Frage zu den Elektronenmikroskopen. Das ist eine extrem weite Spanne. Also ganz, ganz einfache Lichtmikroskope für Kinder zum Beispiel, die kann man, wie gesagt, bei Amazon oder irgendwo anders im Internet für 30, 40, 50 Euro kaufen. Ein richtig gutes Lichtmikroskop, was jetzt in der Industrie, was in der Forschung genutzt wird, da ist man ganz schnell bei, würde ich mal sagen, das Einfachste so bei 10.000 bis 15.000 Euro. Und das geht nach oben weiter, je nachdem, wie die Ausstattung von so einem Lichtmikroskop ist. Dann kann so ein Gerät auch ganz schnell mal 100.000 Euro kosten. Das ist eine extrem große Preisspanne da vorhanden. Danke. Hier war noch die Frage, wo man Elektronenmikroskope kaufen kann. Kann man sich also, an Sie wenden, ne? Ja, also solche Produkte werden halt nicht mehr im normalen Handel vertrieben. Also da kann man nicht wie, was weiß ich, wenn man sich ein paar Bonbons kaufen will, in irgendeinen Supermarkt gehen und kauft sich ein Elektronenmikroskop, sondern die Leute, die sich mit die solche Elektronenmikroskope brauchen, kommen dann direkt zu uns. Die Firma schauen sich dann die verschiedensten Mikroskope bei uns an und dann wird entschieden, welches Mikroskop sie kaufen, weil, sagen wir, wie gesagt, also dort sprechen wir halt um Summen, die meistens deutlich über 100.000 Euro liegen. Also das kauft man nicht mehr einfach so im Supermarkt, sondern die Leute kommen wirklich dann zu den Firmen, die so etwas überhaupt herstellen. Okay, vielen Dank. Ja. Hier war noch die Frage, ob man Elektronenmikroskop als Transmissionselektronenmikroskop und gleichzeitig als Rasterelektronenmikroskop verwenden kann. Ja, also es gibt, sowas kommt sehr häufig vor,
dass man am Rasterelektronenmikroskop im Prinzip spezielle Detektoren adaptiert. Das sind dann sogenannte STEM-Detektoren. So. Und wenn man da ist, aber auch wieder wichtig, man braucht eine sehr dünne Probe. Und dann kann ich die Probe über einen speziellen Probenhalter so aufbringen, dass der STEM-Detektor unterhalb der Probe ist. Der Elektronenstrahl kommt von oben und ich schaue mir an, was unten eigentlich unter der Probe rauskommt. Das große Problem bei der Rasterelektronenmikroskopie ist, ich habe, das hat man auch in der Präsentation gesehen, als Beschleunigungsspannung maximal 30.000 Volt. An einem Transmissionselektronenmikroskop kann ich bis zu 1 Million Volt hochgehen. Das Wichtige ist jetzt, abhängig von der Höhe der Spannung, daraus ergibt sich auch, wie dick darf die Probe sein, damit ich mit den Elektronen noch durchkomme. Und da ich nur am Rasterelektronenmikroskop leider nur 30.000 Elektronenvolt habe, muss am Rasterelektronenmikroskop die Probe noch dünner sein als standardmäßig. Das heißt, wenn ich dort eine Probe durchstrahlen möchte, dann muss die mindestens deutlich unter 50 Nanometer sein. Und das ist bei vielen Proben echt ein Problem, die so dünn noch zu schneiden. Aber prinzipiell kann ich so ein Mikroskop sowohl als Rasterelektronenmikroskop wie auch als Transmissionselektronenmikroskop nutzen. Vielen Dank. So, ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Lena hat noch eine Frage. Wie bitte? Lena hat noch eine Frage. Lena hat noch? Ja, Lena bitte. Ist der Bau bei dem Lichtmikroskop und bei dem anderen Mikroskop, ist der Bau da komplett dasselbe? Der Aufbau? Ja. Nee. Also, sag mal, ein Lichtmikroskop tut natürlich bestehen aus dem Okular, aus bestimmten Objektiven, aus dem Belichtungssystem. Das braucht man dort, um eben an dem Lichtmikroskop was zu sehen. Das Elektronenmikroskop ist ein bisschen anders aufgebaut. Dort hatte ich ja gezeigt in der Präsentation, erstmal muss ich Elektronen produzieren. Die Elektronen muss ich dann auf die Probe bekommen und dann gehen von der Probe wieder Elektronen weg, die dann spezielle Detektoren erfassen und mir letztendlich als Bild auf dem Monitor darstellen. Also der Aufbau von einem Lichtmikroskop und von einem Elektronenmikroskop ist eigentlich grundsätzlich verschieden. Auch die Größe übrigens, das hat man auch in der Präsentation gesehen. Also ich stand ja mal neben so einem Elektronenmikroskop, na, also das ist nichts, was man auf den Tisch stellen kann. Also ein normales Lichtmikroskop kann man ganz normal auf den Schreibtisch stellen oder auf den Labortisch. Das geht mit dem Elektronenmikroskop leider nie. Gut, vielen Dank. Ja, jetzt sehe ich keine Fragen im Chat mehr und auch keine Hand heben mehr. Hat noch jemand eine Frage? Sieht nicht so aus. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unserem Referenten, Herrn Jörg Ackermann. Der hat uns heute einen spannenden Einblick in die Welt der sonst für uns nicht sichtbaren Dinge gegeben hat. Und ich denke, ihr habt da ganz viel gelernt, was man für Dinge benutzt, tagtäglich im Leben, die so klein sind, dass man eben so hochauflösende Mikroskope benötigt, um überhaupt festzustellen, ob sie richtig produziert sind. Oder eben diese kleinen Schaltkreise, die ihr dann alle in euren Handys benutzt, damit die da funktionieren. Das funktioniert alles nur, wenn man solche Mikroskope hat, um überprüfen zu können, ob man das richtig herstellt. Jetzt habt ihr eine schöne, denke ich, eine gute Vorstellung bekommen. Der Herr Ackermann hat es euch ja schon gesagt. Wir sehen uns dann am 25. Juni wieder. Dann zum ersten Mal seit langem wieder live. Zu einer Veranstaltung, also nicht mehr online, sondern dann wieder in Präsenz. Ich denke, das ist nach der langen Zeit wieder eine schöne Gelegenheit, sich auch mal zu treffen. Wir freuen uns darauf, dass wir das dann wieder in Präsenz durchführen können in Auerbach. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und hoffen, dass wir dann wieder so viele interessierte Gäste haben und so viele Fragen gestellt werden wie heute. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.
Ja, bleibt gesund. Alle nochmal klatschen. Tschüss. Danke. Und Herr Lagermann nochmal vielen, vielen Dank. Jo, bitteschön. Für den tollen Vortrag. War eine sehr schöne gemeinsame Aktion, die wir wieder mal gemacht haben. Hat mich sehr gefreut. Ja. Sehr schön. Also dann allen schönes Wochenende. Tschüss. Danke dir. Danke, schönes Wochenende.